Hallo, ich bin Alex. Ich gebe heute das Bauchworkout hier im Workout Wasserwelt. Ich gebe hier auch als Trainer Kurse, und zwar das Boxen, Bodyworkout und Bauch- und TRX. Ich hoffe, ihr habt Spaß, macht einfach mit. Der Ablauf läuft so: Wir machen 40-20, das heißt 40 Sekunden die Übung, 20 Sekunden Pause. In der Pause zeige ich euch die nächste Übung. Wir machen pro Einheit, das heißt obere Bauchmuskeln, untere Bauchmuskeln und seitliche Bauchmuskeln, jeweils nacheinander. So, wir fangen an. Musik ab. Los geht's. Erstmal das Warm-up. Ganz einfach. Wir machen uns erstmal normal warm. Hände zusammen, Daumen zusammen auf die Brust. Wir drehen langsam den Oberkörper, ohne die Hüfte dabei zu drehen. Sehr gut. Sehr schön. Erstmal schön locker. Drehen uns weiter auf. Sehr gut. Nehmen die Arme dazu. Links, rechts, links, rechts. Sehr schön. Bisschen breiterer Stand. Gehen über in die Windmühle von links nach rechts. Ist nicht wild, wenn ihr nicht zu den Zehenspitzen kommt. Noch 3, 2, 1, nach oben ziehen. Die Arme nach hinten, die Beine hinten zusammen. Die brauchen wir nachher für die unteren Bauchmuskeln. Sehr schön. Sehr gut. Nächste Übung zum Warm-up ist, den Ellbogen zu den Knie führen. Dabei dreht sich der Körper ein. Also rund machen. Von links nach rechts. Sehr gut. Schön dranbleiben. Sehr gut. Letzte Übung. Rotation 2, 3 Mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Schön dranbleiben. Sehr gut. Ja, sehr gut, weiter, weiter. Noch 3, 2, 1. Sehr gut. Wir gehen auf die Matte. Ihr könnt gerne noch einen Schluck trinken. Fang an mit der ersten Übung für die oberen Bauchmuskeln. Einfach locker platzieren. Wie gesagt, wir machen 40, 20. Sehr gut, Fersenspitzen aufgestellt, Muskeln anspannen, Schulter locker in die Luft, Arme zusammen, 40 Sekunden, nach oben, auf geht's. Sehr schön. Schön weiter atmen, ausatmen, wenn ihr nach oben kommt, einatmen, wenn ihr nach unten geht. Sehr gut, schön dranbleiben. Schulter nicht mehr ablegen. Sehr gut. Noch ein bisschen. Noch 10 Sekunden. Komm, das schafft ihr. Sehr gut. Schön locker nach oben. Noch 3, 2, 1. Kurz erholen. Nächste Übung. Braucht ihr das Gewicht? Ihr könnt euch die 1-2 Kilo Gewichte nehmen oder einfach eine Wasserflasche. Das Gewicht bleibt gerade nach oben und wird dann nach oben gedrückt. Einmal hoch, gerade und runter. Macht euch fertig. 3, 2, 1, go! Sehr schön. Ausatmen nach oben, einatmen nach unten, abrollen und aufrollen. Sehr gut. Noch 15, schön dranbleiben. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Ihr dürft die Wasserflasche in der Hand behalten, genau so. Fußsohlen zusammen.
Gewicht geht nach hinten, wir gehen nach oben, greifen nach vorne und rollen so ab wieder. Kurze Pause noch, 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön, denkt daran, immer wieder auszuatmen, wenn ihr nach oben geht, einatmen, wenn ihr nach unten geht. Sehr schön. Geschwindigkeit legt ihr selber fest. Wichtig ist immer die Technik. Immer schön sauber bleiben mit der Technik. Jetzt. Noch 10. Geht weiter. Sehr gut. Gleich geschafft. 3, 2, 1 und löse. Super. Ihr könnt immer zwischendurch was trinken. Ich mache keine großen Trinkpausen. Trinkt, wenn ihr einen Durst habt. Steigt dann einfach wieder ein. Wir machen eine statische Übung, eine Haltübung. Und zwar drücken wir mit den Händen gegen die Knie. Die Knie drücken Richtung Gesicht. Einfach halten. 3, 2, 1, go. Schön drücken. Sehr gut. Weiter, weiter. Schön immer gegeneinander drücken und halten. Ihr dürft natürlich gerne atmen, nicht vergessen. Und weiter, noch 15. Sehr gut. Gleich geschafft, ein bisschen noch. Sehr gut. Weiter geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und löst. Super. Nächste Übung ist gleiche Ausgangsposition. Wir greifen hier hinten hin, drücken uns einmal hoch und wieder runter. Zu den Knöcheln greifen. Ihr könnt alternativ gerne auch hier unten euch nach oben drücken. Wichtig ist hier, die Schultern nicht abzulegen. Fertig. 3, 2, 1, go. Immer schön ausatmen, nach oben. Einatmen, wenn ihr nach unten kommt. Sehr gut. Schön dranbleiben. Sehr gut. Noch ein bisschen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Ihr könnt euch auch gerne ab und zu aufrichten in den 20 Sekunden, kurz euch durchstrecken oder euch auch kurz lang machen, soweit ich irgendwie die nächste Übung erkläre. Nächste Übung ist, wir machen Negativ-Sit-Ups. Dafür braucht ihr wieder das Gewicht oder Wasserflasche, alternativ. Auf die Brust legen, Fersenspitzen sind aufgestellt. Wir gehen sehr langsam nach unten, schnell wieder hoch. Ich zeige es einmal vor. Langsam nach unten. Wieder nach oben. Die ist relativ anstrengend, die Übung, aber ihr schafft es. Noch 3, 2, 1, go. Langsam, langsam, schön halten. Schnell wieder hoch. Versucht das Gewicht immer auf der Brust zu lassen. Und weiter. Sehr gut. Schön langsam. Das ist eine relativ langsame Übung. Sollte nicht schnell ausgeführt werden. Und nach oben. Noch 15. Und nach oben. Sehr gut. Gleich geschafft. Letztes Mal. Noch 3, 2, 1. Und lösen. Sehr gut. Zum Abschluss machen wir Ali, den machen wir aber nur 30 Sekunden. Mohamed Ali Crunch nennt sich der. Der ist relativ schwer vom Abwickeln her. Ich zeige eine Alternative. Das heißt, ihr könnt normal crunchen. Das ist der Ali. Wenn euch das zu schwer wird, dann einfach Beine und hoch. Gerade machen und zusammen crunchen. Das machen wir 30 Sekunden. 3, 2, 1, go. Sehr gut. Beides bewegt sich, die Arme. Ihr müsst das nicht schnell machen. Wichtig ist hoch und runter. Sehr gut. Weiter, weiter.
Hälfte geschafft. Noch 10. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Und einmal in Schneidersitz kurz den Rücken entlasten. Die Ellbogen über die Schienbeine nach vorne. Kurze Entlastung für den Rücken. Langsam lösen. Obere Bauchmuskeln ist geschafft. Wir gehen über in die unteren Bauchmuskeln. Ihr braucht häufiger die Beine. Wir fangen aber auch wieder im Liegen an. Einmal rüber. Trinkt ruhig nochmal was. 40 Sekunden. Einfach um die unteren Bauchmuskeln warm zu machen. Einfach locker nach vorne treten und halten. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1, go. Sehr gut. Nur ganz einfach nach vorne treten. Nichts Wildes. Sehr schön. Immer lächeln dabei. Einfacher, glaubt mir. Und atmen nicht vergessen. Ein bisschen müssen wir noch. Sehr gut. Noch 3, 2, 1. Lösen. Sehr gut. Nächste Übung sind Leg Lifts. Legt bitte die Hände einfach hier unter dem Po. Stabil bleiben. Unterer Rücken drücken in die Matte. Nicht abheben, kein Hohlrücken machen. Beine schön gerade lassen. Einfach hoch und runter. Sehr gut. Macht euch fertig. Noch 5, 4, 3, 2, 1, go. Sehr schön. Schön sauber bleiben. Unterrücken immer in der Matte lassen. Sehr gut. Noch ein bisschen. Sehr gut. Letzten 10. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Geschafft. Beine ein bisschen lockern. Nochmal wieder ein bisschen strecken. Rechts, links. Nächste Übung ist Reverse Crunch. Ist ein bisschen leichter. Beine sind angewinkelt. Wir gehen nach unten. Die Beine treffen nicht auf den Boden, bleiben in der Luft und wir drücken in den Hip Raise nach oben. Macht euch fertig. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Und nach oben. Sehr gut. Sehr schön. Weiter, weiter. Ruhig und gleichmäßig atmen. Sehr gut. Weiter, weiter. Gleich geschafft. Noch 10. Sehr gut. Immer schön weiteratmen. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Lösen. Sehr gut. Nächste Übung sind die Hip Raises, die wir gerade schon gemacht haben, aber im kompletten ab. Das heißt, wir gehen wieder runter. Beine könnt ihr anwinkeln oder gerade lassen. Bei der Übung ist es wichtig, nicht nach hinten zu gehen, das ist halbe Kerze, sondern hier vorne die Beine im rechten Winkel zu lassen und nach oben zu drücken und langsam nach unten. Diese Übung machen wir 30 Sekunden. Fertig machen. 3, 2, 1, go. Sehr schön. Weiter, weiter. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Gleich geschafft. Sehr gut. Schön dranbleiben. Ich weiß, es tut langsam weh. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Löst. Super. Nächste Übung. Machen wir eine Ansageübung, die machen wir
per Anzahl, also ohne Zeit. Und zwar wiederholen wir das 8-mal. Die Übung, die Arme könnt ihr vorne lassen, die anlegen, wir halten, ich zähle runter, 3, 2, 1, runter und wieder hoch. Macht euch fertig, Arme könnt ihr hier lassen, braucht ihr nicht nach hinten nehmen, fertig machen, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, runter und hoch, 3, 2, 1, runter. Und hoch. 3, 2, 1, runter und hoch. 3, 2, 1, runter. Hälfte haben wir. Hoch. 3, 2, 1, runter. 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 Super. Gut gemacht, ihr könnt gerne kurz was trinken. Wir kommen auch gleich zu der Abschlussübung. Und zwar machen wir einmal Paddeln. Danach machen wir noch einen Bankstütz, Paddeln oder Kreuzen. Ihr könnt euch das gerne aussuchen. Zwei Variationen, einmal leichter, einmal schwerer. Leichter ist das immer oft mit dem Ellbogen abgestützt. Beine, einfach kreuzen. Das machen wir auch 30 Sekunden. Oder Paddeln. Erste Stufe, zweite Stufe, freihändig. Sehr gut. Oder freihändig paddeln. Sucht euch eins davon aus, eure Sache. Fertig machen. 3, 2, 1, go. 30 Sekunden. Schön paddeln. Oder kreuzen. Sehr gut. Ersten 10. Sehr gut. Hälfte. Kreuzen. Letzten 10. 5, 4, 3, 2, 1. Super, sehr gut gemacht. Zum Abschluss der unteren Bauchmuskeln machen wir nochmal einen Bandstütz. Und zwar nicht an statischen, sondern mit Bewegung. Das heißt, wir legen uns nochmal ab. Gehen vor und zurück. Den halten wir 40 Sekunden. Und dann sind wir auch fertig mit den unteren Bauchmuskeln und gehen über zum letzten Übungseinheit, und zwar den seitlichen Bauchmuskeln. Macht euch fertig. Ihr könnt auch gerne euch nochmal in die Kindspose begeben. Kurz nochmal dehnen, bevor wir das machen. Danach machen wir das auch nochmal. Fertig machen. 3, 2, 1, go. Sehr schön, schön dranbleiben. Ruhig und gleichmäßig atmen. Ja. Schön weiter, weiter, weiter. Ich weiß, es tut weh schon. Noch 15, gleich geschafft. Letzten 10. Komm, schafft ihr. Noch 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Gleich nach hinten wieder in die Kindspose. Ihr könnt abwechselnd den linken und den rechten Arm nach vorne drücken, damit sich der Rücken nochmal lockert. Kurze Pause, bisschen Schweiß wegwischen, nochmal was trinken. Wie gesagt, wir kommen zur letzten Einheit. Einmal noch die seitlichen Bauchmuskeln. Dazu braucht ihr auch wieder das Gewicht gleich. Wir fangen aber erstmal an, weil wir gerade eine Rückenübung gemacht haben, relativ häufig. Fangen wir an mit dem Heel-Tap. Heel-Tap heißt, wir gehen von links nach rechts. Ihr könnt die Fersenspitzen noch aufstellen. Wichtig ist, die rechte Schulter geht ein wenig höher, wenn ihr nach links geht. Die linke Schulter, wenn ihr mit der rechten Hand links, rechts. Das machen wir wieder 40 Sekunden. Fertig machen. 3, 2, 1, auf geht's. Links, rechts, links, rechts. Fahne, die Übung schon kennt, können das gerne schneller machen. Wichtig ist dabei, ihr solltet mit eurem Gesicht oder mit euren Augen eure Fersen sehen. Und so weit möglich rüberziehen.
Schulter bleiben dabei in der Luft. Sehr gut. Weiter. Noch ein bisschen. Haben wir noch vor uns. Noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. Schön dranbleiben. Noch 5. 4, 3, 2, 1, löst. Super. Wir machen nächste Übung. Wir legen uns seitlich hin. Ihr habt jetzt 20 Sekunden, nutzt die Pause noch ein bisschen. Der Arm liegt vorne, gerade. Nicht nach oben, sondern gerade nach vorne. Wir fassen uns hier an der seitlichen Gesicht an. Die Beine sind in der Luft. Greifen zu dem Knöchel und wieder zurück. Machen wir wieder zweimal 30 Sekunden links und rechts. Fertig machen. 3, 2, 1, go! Ihr könnt auch mit Ellbogen angewinkelt lassen oder greifen. Ja? Beides ist ähnlich. Mit dem Ellbogen ist ein wenig schwerer. Sehr gut. Denkt an die Atmung. Schön dranbleiben. Körper sollte gerade sein. Beides geht nach oben, Oberkörper und hier Ellbogen kommen zusammen. Noch 3, 2, 1. Sehr gut. Einmal wechseln. Einmal rum. Super. Ihr habt noch 10 Sekunden. Zeigt die Übung nochmal sauber an. Einmal hochdrücken. Das heißt, ich drücke mit den Armen nicht nach oben. Greife gleichzeitig dahin. 3, 2, 1, go. Super, schön dranbleiben. Haben es gleich geschafft. Noch ein paar Übungen. Macht ihr sehr gut. Weiter. Schön atmen. Letzten 10. 5, 4, 3, 2, 1. Löse. Super. Wir nehmen wieder das Gewicht, wie ich das gesagt habe. Wir machen Russian Twists. Auch wieder zwei Möglichkeiten, die ihr euch aussuchen könnt. Einmal mit aufgestellten Beinen. Der Rücken sollte gerade sein. Geht nicht nach vorne. Keinen Rundrücken machen. Stolze Brust. Das Gewicht am besten so nehmen. Also nicht so und so machen, sondern eher so. Wichtig ist, wenn ihr mit der Übung anfangt, die Hand sollte auf den Boden kommen. Von links nach rechts. Zweite Stufe ist natürlich links, rechts. Wichtig ist dabei die Drehung des Oberkörpers. Also nicht nur einfach die Flasche links, rechts, sondern den Körper mitdrehen. Schaut am besten der Flasche hinterher, dann ist die Übung meistens auch wichtig. Fertig machen, machen wir 40 Sekunden. Auf geht's. 3, 2, 1, go. Sehr gut. Denkt aber an, stolze Brust, nicht einknicken. Schön weiter. Hälfte ist geschafft. Sehr gut. Schön dranbleiben. Letzten 10. Noch 3, 2, 1, und lösen. Super. Wieder einmal nach vorne vom Schneidersitz her. Einmal wieder kurz lang machen, um wieder den Rücken zu entlasten. Das solltet ihr generell beim Bauchtraining öfter machen, damit es nicht so, die Übungen nicht so stark auf den unteren Rückenbereich gehen. Sehr gut. Nochmal ein bisschen lang ziehen und lösen. Kommen auch jetzt fast zu den letzten Übungen. Und zwar machen wir bald seitliches Hüftdrücken. Ihr könnt wieder das Gewicht nehmen oder ohne Gewicht. Leichter ist es, wenn ihr das eine Bein anwinkelt. Schwerer, beides nach oben. Das machen wir jeweils 30 Sekunden. Stabiler Stand. Der Ellbogen sollte unter die Schulter sein. Fertig machen. 3, 2, 1, go. Auf der Hüfte ablegen. Und nach oben, nach oben. Nicht nur wippen in der Mitte, sondern hoch, runter. Sehr gut. Gut macht ihr das. Sehr schön. Schön weitermachen. Letzte 10. Gleich geschafft. 3,
2, 1 und löse. Langsam wieder rüber, andere Richtung. Letzte Übung für die Seite, dann noch eine Abschlussübung und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir mit vor euch, macht euch fertig, noch 5 Sekunden. Wieder Position schon bringen. 3, 2, 1, go. Sehr gut. Schön dranbleiben, denkt dabei. Hoch, runter, hoch, runter. Sehr gut. Immer stabil bleiben. Bisschen haben wir noch, letzten 10. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Sehr gut. Letzte Übung. Ihr könnt euch vorne an die Matte setzen. Machen wir auch nochmal 30 Sekunden. Und zwar, ihr fasst euch hier vorne an den Knien. Lasst euch so lange nach hinten gleiten, bis die Arme richtig gestreckt lang sind. Wir öffnen dann die Arme und greifen abwechselnd von links nach rechts rüber. Wieder schön den Rumpf drehen. Sehr wichtig dabei. Fertig machen. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Letzte Übung. Danach Cooldown. Sehr schön. Immer gleichmäßig atmen. Am besten, wenn ihr in der Mitte ankommt. Sehr gut. Denkt dabei, stolze Brust, keinen runden Rücken machen. Sehr gut, noch 10, letzten 10. Sehr gut. Noch 3, 2, 1. Super, gut gemacht. Wir kommen zum Cooldown. Ihr dürft wieder in die Kindspose, einmal zurück. So fangen wir auch an. Entspannt euch. Sehr schön. Einmal nach hinten wieder, schön lang machen. Mit dem Popo auf die Fersen sitzen, schön lang ziehen. Sehr gut. Kommen in den Vierfüßlerstand, machen Katzenbuckel, einatmen, nach vorne durchstrecken, ausatmen. Das machen wir noch 3-mal, jeder für sich, sein eigenes Tempo. Einatmen, ausatmen. Wieder einatmen und ausatmen. Sehr gut. Letztes Mal. Sehr schön. Wir bleiben in dieser Position. Nehmen den rechten Arm, führen den durch den linken durch und legen die Schulter ab. Achtet dabei, dass die Beine ein bisschen weiter nach hinten sind. Schulter ablegen. Der Rücken muss richtig gedehnt, richtig gestreckt werden. Sehr gut. Runterkommen, durchatmen. Sehr gut. Schön durchgestanden. Ich weiß, es waren einige schwere Übungen dabei. Habt ihr sehr gut gemacht. Langsam lösen und die andere Seite. Ruhig atmen. Lungen wieder mit Sauerstoff füllen. Langsam lösen. Geh ein bisschen nach vorne. Lassen die Füße aufgestellt, setzen uns mit dem Po auf die Fersen. Entweder greift ihr mit den Fersen, zieht die Schultern nach hinten und lasst euch nach hinten leicht fallen. Oder ihr nehmt die Arme und geht komplett nach hinten, legt die Arme nach unten ab und zieht die Schultern nach hinten. Sehr gut. Durchatmen. Noch 3, 2, 1. Langsam lösen. Aus diesem Stand abstoßen und gleich nochmal nachgreifen. Sehr schön. Knie beugen, langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr schön. Nochmal aufstellen. Machen uns nochmal lang, links und rechts. Schön lang ziehen. Sehr gut. Super. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht.